Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir ein paar Düfte zeigen, die du tragen kannst oder meiner Ansicht nach auch zumindest einen von denen tragen solltest, wenn es, ich sag einfach mal, darauf ankommt. Ja, wenn du einen Termin hast beispielsweise, der ein bisschen wichtiger ist und du einfach sagst, boah, ja, will ich kein Risiko eingehen, das muss schon passen, aber es muss auch ja, mir selbst quasi in dem, was ich hier ausdrücken möchte, ein bisschen Nachdruck verleihen und das i-Tüpfelchen mehr oder weniger aufsetzen, wenn man so möchte. Beispielsweise, du hast ein Vorstellungsgespräch meinetwegen oder du lernst vielleicht zum ersten Mal die Eltern deiner Angebeteten kennen oder, und so war es ja bei uns neulich, hatte ich in einem Video mal nebenbei mit erwähnt, wenn du dir einfach eine Wohnung anschaust und dann ist dieser, ich weiß nicht, wie sagt man, Makler, Verwalter, wie auch immer mit dabei und du möchtest einfach einen möglichst guten Eindruck machen, was natürlich nicht ausschließlich über den Duft passiert, klare Sache, aber du möchtest einfach dem Ganzen mit deinem Duft, ja, das i-Tüpfelchen aufsetzen, die ganze Geschichte ein bisschen abrunden, wie auch immer. Und du weißt, worauf das hinausläuft. Und da habe ich ein paar Düfte rausgesucht, die das Ganze erfüllen und sehr gut passen, meiner Ansicht nach zumindest. Und da würde ich sagen, wir starten rein in das Thema mit, tja, wir fangen einfach mal mittendrin an. Und zwar finde sehr passend hier der Tom Ford Oud Wood. Ja, ich denke, der geht ganz gut. Ein wunderschöner Duft, der meiner Ansicht nach nirgendwo aneckt, aber trotzdem eine gewisse Art der Autorität und auch ein bisschen Durchsetzungsstärke ausstrahlt, ohne dabei zu dominant zu wirken, ohne dabei zu sehr ja, das Ruder übernehmen zu wollen. Einfach ein toller Duft, der Charisma ausstrahlt, der Charakter ausstrahlt, der einfach eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlt, ohne zu sehr dein Gegenüber einschüchtern zu wollen oder zu vereinnahmen wollen. Das Ganze hier in einem wunderschönen, holzig, warmen Thema verkleidet oder dargestellt. Verkleidet klingt immer so ein bisschen wie, ich setze mir die Maske auf oder hinter ist irgendwas anderes. Er stellt es hier einfach in diesem Kontext sehr, sehr schön dar. Hat einen ganz, ganz leichten, verführerischen Anklang, aber nur das ganz, ganz leicht. Alles in allem ein sehr, sehr gefälliger, sehr charaktervoller, charismatischer Duft, wie ich finde. Ja, und einer dieser, es steht drauf, Oud Wood, und man denkt vielleicht als Außenstehender, als, ja, Parfum-unkundiger Mensch, Oud Wood, das könnte ein bisschen schwierig werden. Nein, es ist kein schwieriger Duft, es ist ein sehr, sehr umgänglicher Duft, ein sehr leicht zu mögender Duft, ein Duft, für den du potenziell sehr leicht recht viele Komplimente bekommen kannst, der aber trotzdem nicht einfach wirkt oder verspielt oder plump oder flach, sondern durchaus ein Duft mit wunderbarer Kontur, mit angedeuteten Kanten und der, ja, wie ich schon sagte, sehr viel Charakter hat und wunderbar auf den Punkt kommt. Das Ganze bei einer Haltbarkeit und Projektion, die durchaus besser sein können. Ich würde nicht sagen, das ganze Thema ist hier schwach, aber für seinen Themenkreis, für den Preis und allem drum und dran könnt ihr theoretisch ein bisschen mehr gehen. Das heißt, du musst schon ein bisschen mehr sprühen, damit auch dein Gegenüber und dein Umfeld ordentlich was davon hat und das Ganze auch wahrnehmen kann. Damit haben wir hier den ersten Duft aus der Reihe. Hier mal der Tom Ford Oud Wood. Dann möchte ich dir zeigen, und da geht das dann schon so ein bisschen härter zu, würde ich sagen. Vidian London, ganz klar ein Kandidat hier für dieses Thema. Einfach durch seine Ledernote bringt er dieses, ja, Dominante ist vielleicht auch falsch gesagt, aber er ist auf jeden Fall da, er ist präsent im Raum, er steht einfach felsenfest da, dieser Vidian London hier. Das Ganze aufgelockert mit einer wunderbaren Himbeernote, mit einer ganz leichten, dezenten Blumigkeit im Duftverlauf und dann Richtung Drydown hin mit einer ganz, ganz sanften, butterweichen, warmen, warmen Vanille. Der Duft ist im ganzen Verlauf über wunderbar aufeinander abgestimmt. Er wird niemals herausfordernd, niemals überfordernd. Er ist durchweg sehr rund, wunderbar aufeinander abgestimmt, wie ich schon sagte, und schafft in einer perfekten Art und Weise, wie ich finde, den Spagat zwischen einem kreativen Duft, einem aus der Masse herausstechenden Duft, aber trotzdem einem Parfum, welches sehr gut gefällt, sehr angenehm zu tragen ist und sehr angenehm wahrzunehmen ist für dein Umfeld, aber trotzdem halt diesen Standpunkt des Unverrückbaren irgendwo mit sich bringt. Von dem her passt er hier wunderbar an dieses Thema rein.
anspruchsvoll, aber niemals überfordernd, raumeinnehmend, aber niemals so, dass er irgendjemanden oder irgendetwas verdrängt. Von dem her, wie die in London, hier auf jeden Fall einmal mit dabei. Das Ganze bei einer ganz, ganz tollen Haltbarkeit, ganz tollen Projektion, versteht sich. Er ist hier mit dabei. Dann, ja, er ist wieder mal mit dabei. Ich habe ihn in den letzten Videos recht oft gezeigt, aber er bietet sich hier an, einfach weil er passt und weil es bei mir eben auch so war. Torino 22, ich hatte ihn getragen zu unserem Besichtigungstermin. Es war recht warm. Ich wollte etwas haben, was halbwegs frisch ist, aber nicht dieses laue, frische Lüftchen hat, ist, sondern auch noch ein bisschen Struktur zeichnet und ja, trotzdem einfach sehr wahrnehmbar in der Luft ist und schon, ja, eben einen Standpunkt rüberbringt. Hat meiner Ansicht nach mal diesem Duft gut funktioniert, hat gut für mich gearbeitet. Zumindest meiner Auffassung nach, ich finde, dieser Duft passt sehr schön zu mir. Hat nichts mit Torino 21 zu tun. Ein kreativer, frisch, aromatischer Duft mit einer dezenten Würzigkeit, hat diesen ganz tollen, ja, Eröffnungsakkord aus Eukalyptus und Safran, der Safran auch noch weiter im Duftverlauf sehr gut erkennbar. Einfach, es ist ein toller Duft für alle Tage, für jeden Anlass. Sehr leicht zu mögen, trotzdem kreativ, nimmt sich den Raum, den er braucht und ähnlich hier gelagert wie beim Vidian, ohne andere Sachen dabei zu verdrängen. Gute Haltbarkeit, gute Projektion. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn dort getragen. Ich habe vorm Schrank gestanden und überlegt, okay, was trägst du jetzt hier, wenn du die Wohnung dort besichtigst und alles drum und dran. Habe ich für diesen Duft entschieden und es hat natürlich nicht in diesem Duft gelegen. Aber wir werden tatsächlich noch in diesem Jahr umziehen und uns ein bisschen mehr Wohnraum verschaffen quasi. Boah, das wird ein ganz schöner Kraftakt mal wieder. Umzug ist immer so, was ist jetzt mit dem Auge los hier? Vor Umzügen habe ich mich schon immer gescheut. Wir sind hier in den letzten Jahren das ein ums andere Mal umgezogen und es ist immer mega stressig und dann streichen und abbauen und Kartons packen und einladen und in die neue Wohnung fahren und auspacken und aufbauen. Und, oh. Dieses Mal werden wir uns ein Umzugsunternehmen nehmen, weil ich einfach keine Lust habe, nochmal diese ganze Buckelei und Aufbauerei zu machen und tun und, oh. Es wird natürlich ordentlich Geld kosten, trotzdem viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich werde trotzdem versuchen hier, dass das auf diesem YouTube-Kanal nicht rüberkommt. Man hat es auch, glaube ich, sonst nicht gemerkt, wenn wir irgendwelche Zwischenfälle hatten oder. Es kamen immer die Videos, ohne dass ich, ja, rumgeheult habe. Ich werde eine. Warum ist das Licht jetzt ausgegangen da vorne? Toll, wie die Technik hier funktioniert. Geht aus, wieder an. Ohne hier alle 2 Monate zu bringen. Jetzt flackert das, ich werde verrückt. Ja, ich mache jetzt mal 2 Wochen Pause oder dies oder das oder jenes oder welches, sondern man hat es nicht gemerkt und ich werde mal kurz das Licht dort in seine Schranken weisen. Moment mal. So, da bin ich wieder. Kurzum. Werde einfach versuchen, das hier trotzdem so gut wie möglich weiterlaufen zu lassen mit 3, 4 Videos in der Woche, ohne dass man es großartig merkt. Aber ihr wisst Bescheid, Torino 22, wir machen weiter mit dem Creed Aventus. Ja, nach wie vor, auch wenn er in der Parfümblase verschrien ist, überrepräsentiert und, es ist trotzdem ein Duft, der funktioniert, der wunderbar professionell wirkt, gut ankommt, der gute Komplimente bringen kann und einfach dieses. Ja, einen sehr tollen Spagat schafft zwischen einem sehr gefälligen Duft, einem professionell wirkenden Duft, trotzdem leicht zu mögen und. Er wirkt trotzdem immer noch qualitativ sehr hochwertig und ist, ja, ein Duft, über den man quasi nicht großartig drüber nachdenken muss, wenn es darauf ankommt, was trage ich, um gut zu gefallen, gut anzukommen, trotzdem einfach diesen hochwertigen Duftstandard quasi nach außen zu bringen. Deswegen, Creed Aventus hier auf jeden Fall ein Muss und hier mit in diesem Video auf jeden Fall vertreten. Gilt natürlich auch für jeden Vertreter, der ihn kopiert oder sehr nah an ihm ran ist, wie ein Montblanc Explorer beispielsweise. Den kannst du auch tragen als Alternative. Oder einen Afnan Supremacy Not Only Intense, glaube ich, heißt der. Kommt demnächst noch ein Video. Ich habe diesen Duft mittlerweile hier.
Egal, wir machen mal weiter. Ein Duft für die kälteren Tage quasi, wenn es wichtig wird und es draußen schon ein bisschen kühler ist, dann auf jeden Fall hier der Valentino Umo Intense. Habe mich hier für diesen entschieden, weil ich der Meinung bin, er ist ein bisschen leichter zu mögen und auch ein bisschen umgänglicher als der Dior Homme Intense beispielsweise. Ein wunderschöner, warmer, pudriger oder dezent pudriger Duft, der aber unendlich elegant wirkt, unendlich stilvoll, sehr, sehr hochwertig daherkommt, grundsätzlich in dieselbe Kante schlägt wie eben ein Dior Homme Intense, nur nicht ganz so extrovertiert nach außen gehend, weniger pudrig, wie ich schon sagte. Und gerade in der Eröffnung mit einer ganz toll in dieses ganze Duftthema eingewobenen Mandarinennote. Also ganz toll, produziert sehr, sehr stark, hält auch extrem lang von dem her. Alternativ könntest du auch theoretisch den Givenchy Gentleman tragen. Und zwar ganz oldschool, das Eau de Toilette. Schlägt hier in dieselbe Kerbe, nur noch ein bisschen weniger puderig und wie ich finde ein bisschen wärmer wirkend und vielleicht auch eine Spur süßer. Aber hier Valentino Umo auf jeden Fall meine ganz klare Empfehlung und den Givenchy Gentleman vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann, und hier fasse ich mich auch kurz, da ich ihn schon in letzter Zeit sehr oft gezeigt habe, aber er passt ja einfach rein, Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême. Zu Anfang frisch und geht dann über in eine etwas süßer werdendere Tonkabohnenbasis. Das ganz grob beschrieben. Ein Duft, der immer und überall funktioniert, sehr gut ankommt, sehr leicht zu mögen ist, sehr hochwertig daherkommt. Das ist ein Chanel-Duft, das immer so ein bisschen für die, die quasi Wert auf diese Markennamen legen, wenn man einen Chanel-Duft trägt, das bringt auch immer so ein bisschen ein Gefühl mit sich quasi. Du weißt, wie ich das meine. Von dem er hier auf jeden Fall mit dabei, ganz kurz und knapp nur gezeigt. Aber Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême auf jeden Fall. Es geht immer und überall und funktioniert richtig, richtig gut. Dann, und ja, da kann ich wieder quasi ein bisschen so aus dem Nähkästchen der persönlichen Erfahrungen plaudern. Nur ganz kurz einmal gezeigt, Roja, Isola Blue oder auch Oligarch oder, ja, den Dupe dazu, den nenne ich jetzt nicht, da ich versuche schon einen Dupe seit Ewigkeiten zu bekommen. Und egal, wie schnell ich demjenigen schreibe, wenn er ihn verkauft, also ist es nicht immer derselbe, aber jemandem, auch Parfumo und Co., er ist sofort verkauft. Ich bin immer zu spät, es regt mich tierisch auf, deswegen ich will ja nicht noch mehr Konkurrenz erzeugen. Toller, toller Duft, frisch, professionell. Ja, früher eben, oder früher davor noch unter dem Namen Oligarch quasi bekannt. Und auch das hat das so ein bisschen widergespiegelt, so dieses leicht dominante, über den Dingen stehende, elegant wirkende, trotzdem frisch, würzig aromatische. All das trifft hier ebenso auf den Isola Blue zu. Ein ganz, ganz toller Duft, auf den ich auch schon das ein oder andere Mal angesprochen wurde, als ich ihn getragen habe, im positiven Sinn. Also durchweg toll, außer der Preis, für mich ein bisschen zu krass. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier in dem Themenkreis wäre es ein 100 ml Flacker, würde ich schon mitgehen, aber auch die 50 ml sind relativ teuer, deswegen habe ich hier nur diesen zur Streuobst und suche eben nach Alternativen oder versuche die Alternative zu kriegen. Diesen Duft habe ich dann letztendlich getragen, als wir unseren Mietvertrag kürzlich unterschrieben haben. Ich nehme dieses Video jetzt hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf und Freitag hatten wir unterschrieben und da habe ich diesen Duft getragen, weil ich dachte, das muss da mal so ein bisschen, haust du doch mal einen raus quasi. Termin, das ging auch über, boah, wir waren über 2 Stunden dort, haben nochmal alles geschaut, vermessen, gemacht und getan und das war schon ein Tag. Clara hat jetzt ihren Seelenfrieden, ich im Moment nicht, denn ich muss diesen ganzen Rotz bezahlen. Muss dann auch diesen ganzen Stress ertragen, eben wie ich schon sagte, nebenbei diese ganzen Videos noch aufnehmen. Ich gehe nebenbei trotzdem noch arbeiten, 12-Stunden-Schichten, dann Videos, dann Umzug und alles drum und dran. Und das Ganze hoffentlich so, dass man das nicht großartig merkt und ich ja nicht irgendwie anfangen muss rumzuschwadronieren und bla bla blub, sondern wir ziehen einfach durch und ertragen das. Hoffentlich. Da muss ich mir einfallen lassen, wie ich das Ganze realisiere, ohne dass hier zu sehr das Ganze in Mitleidenschaft gezogen wird. Das wird was. Ich sag's euch, das wird was. Mal schauen. Roja Isola Blue. Dann, 3 haben wir noch, nicht aufgeben. Désir Toxique von Mikalev. Hier muss er auf jeden Fall mit dabei sein. Mein gigantisch großer Flakon, was er möchte. Aber er reicht einfach, es reicht für mich einfach. Wenn man viele Düfte hat,
dann reicht auch ein Mini-Flakon. Wenn man aber, ich sag mal, nur 2, 3, 4, 5 Düfte hat, wie auch immer, dann kann man da durchaus, gerade bei Düften, die man sehr gerne mag, sehr gerne trägt, muss man hier schon zur größeren Nummer greifen, keine Frage. Und diesen Duft beschreibe ich dir auf jeden Fall als kreativ und eine perfekte Symbiose aus frischen Aspekten, süßen Aspekten, einem leichten Anflug eines Barbershop-Themas, einer unterschwelligen Zimtkomponente und ich meine, er hat irgendwie so etwas in diese Richtung Hanf an sich und mindestens in der Kopfnote irgendetwas in die Richtung Johannisbeere. Ich habe die Duftpyramide gerade nicht im Kopf, aber ja, das, was du hier bekommst, ein wunderschöner Duft. Wunderschöner Duft, wie ich eben schon sagte, aus frisch, aus etwas Süßem, kreativ, trotzdem leicht zu mögen. Und das ist definitiv für alle die meckern, ah, ich möchte nichts riechen, wo nach tausend andere riechen, was man auf der Straße riecht oder sowas. All das trifft meiner Ansicht nach auf keinen dieser Düfte zu, denn die wenigsten in Deutschland tragen Düfte. Wenn wir jetzt in irgendeinem anderen Land wären, würde ich da schon wieder ein bisschen anders drüber denken. Aber in Deutschland ist es immer noch so, dass das Parfumthema nicht ganz so auf dem Vormarsch ist oder nicht ganz so verbreitet ist. Auf dem Vormarsch mittlerweile denke ich doch schon ein bisschen. Aber es ist trotzdem nicht so, dass du beispielsweise einen Dior Sauvage in jeder Straßenecke riechst. Ging mir zumindest bislang noch nicht so. Von dem her, aber wenn du hier drauf Wert legst, dann das hier auf jeden Fall den Duft mit dem nötigen Maß an Kreativität und Alleinstellungsmerkmal. Die Sia Toxik von Mikalev. Boah, ich hoffe wirklich, dass ich hinterher mein Color Grading hinbekomme. Ich bin da manchmal generell immer so ein bisschen zu lila, zu rot, zu grün oder irgendetwas, was die Farben angeht. Aber speziell am Anfang hinten das Licht noch angewiesen, dann fängt es an zu flackern, jetzt habe ich das ausgemacht und dann ist das Lichtspiel ein ganz anderes. Boah, ich muss mal schauen, ob ich das hinterher mache, ohne dass ich aussehe wie ein Alien. Acqua di Gio Profumo von Armani. Mittlerweile nicht mehr, also zumindest eingestellt. Ich denke mal, die Lagerbestände, das reichen noch, damit man das eine ganze Weile abverkaufen kann. Aber hier hat man den Acqua di Gio Parfum gebracht, der, ohne ihn hier zu zeigen oder zu sehr lobpreisen zu wollen, nicht ganz eins zu eins dieser hier, sondern vielmehr eine Mischung aus diesem und dem normalen Acqua di Gio. Schön gemacht, aber wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen meine Schmerzen mit diesem ganzen Zeug einstellen und Flanker vom Flanker, alles drum und dran, du weißt Bescheid. Egal, ist das gar nicht das Thema. Das ist einfach, ja, einer der Duftklassiker schlechthin. Frisch mit einer leichten Weihrauchnote, also quasi mit diesem Maß an Tiefgang, mit diesem Maß an etwas, ja, Twist, wenn man so möchte, quasi im Duftverlauf, in einem gesamten Duftspiel. Aber sonst einfach ein Männerduft durch und durch. Nicht zu einfach, nicht zu komplex. Schön frisch, aber nicht zu frisch. Hat ein bisschen Tiefgang, aber auch nicht zu sehr. Du weißt, worauf das hier hinausläuft. Einfach ganz, ganz, ganz krasser Männerduft. Und nicht ohne Grund so beliebt, so häufig verkauft und auch so oft getragen. Trotzdem, auch dasselbe Thema. Es ist nicht so, dass man diesen Duft an jeder Ecke riecht und wenn du ihn jetzt aufträgst, dass du dann von jedem zweiten gleich so die rollenden Augen bekommst. Oh, das schon wieder. Oh, was ist denn da los? Hat da nichts Besseres zu tun? Das ist Quatsch in meinen Augen. Von dem her, ganz, ganz toller Duft. Und jedes Mal, wenn ich diesen Duft getragen habe, habe ich in irgendeiner Form eine positive Rückmeldung bekommen, ein Kompliment für diesen Duft. Oder wo gefragt, boah, was trägst du denn? Das riecht total krass und so. Und dann hier und das. Kennst du wohl noch nicht? Nee, du, boah, muss ich mal gleich mal gucken oder sowas. Das heißt, unter den Normalos ist das ja auch nicht so krass verbreitet, von dem her. Acqua di Gio Profumo. Und jetzt kommen wir hier zum letzten Duft. Und zwar der Maskulin Pluriel aus dem Hause Maison Francis Korjan. Aus dem Hause und dann Maison. Das legt sich nicht zu sehr auf die Goldwaage. Ich weiß, es gibt immer den einen oder anderen, der das auf die Goldwaage legt. Auch wenn ich Maison sage und nicht Maison oder. Französisch war halt nie mein Hauptfach, was los, ja. ich würde sagen, mehr oder weniger in erster Linie Lavendelduft, wobei ich den Bourdageur von Tom Ford noch mehr im Lavendelthema sehe. Aber hier auf jeden Fall ein sehr präsenter Lavendel mit einer sehr, sehr angenehmen Frische und einer, ja, schon irgendwo Zitronigkeit an sich. Dazu ein würzig grünes Thema, irgendwo so mit am Boden entlang gestreut. Alles in allem ein Männerduft im Männerthema. Nicht für die zu jungen Leute geeignet, würde ich sagen. Es ist schon so ein bisschen mehr dieser reifere Duft.
Aber hier, wenn du das Thema Lavendel, dieses Barbershop-Thema auch ein bisschen magst, hier ganz klar im frischen Thema komplett beheimatet, wo wir also quasi beim Visier Toxique noch so dieses auch Barbershop im Ansatz mit hatten, aber in das süße Thema übergegangen sind, zu merklichen Teilen sind wir hier durchweg im Lavendel, im frischen Thema, im Barbershop, wenn man so möchte. Ganz, ganz toller Duft, riecht sehr natürlich, sehr hochwertig, hält auch recht lang für einen Duft seiner Machart. Und ja, durchweg maskulin, männlich und professionell. Punkt. Damit bin ich durch. Hier nochmal in der Kamera für dich der Flakon maskulin pluriel Maison Francis Kurjan. Damit bin ich durch. Du weißt Bescheid. Ich hoffe, für dich war ein bisschen was dabei. Ich wünsche dir immer noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.